Hallo, ich bin heute wieder bei Elke im Studio und möchte euch mal ein bisschen was über entfesseltes Blitzen erzählen. Natürlich auch angefangen, Blitz auf der Kamera, Fotos gemacht. Irgendwann möchte man natürlich auch die Blitze mal unabhängig von der Kamera aufstellen und auch auslösen. War am Anfang mega, wo ich noch keine Blitzanlage zur Verfügung hatte. Und auch heute noch, wenn ich unterwegs bin, nehme ich manchmal nur die Aufsteckblitze mit entsprechenden Softboxen. Und das reicht schon für ganz viele Dinge aus. Ich habe natürlich auch lange rumgesucht damals, hatte erst die Canon-Version, bin dann aber irgendwie auf Yongnuo gekommen und nutze jetzt den YN622CTX. Das C steht hier für Canon. Für Nikon gibt es eine andere Version. Dieser Sender kommt auf die Kamera. Und dann kann man mit diesem Sender auch die anderen Blitze in der Leistung regeln. Für die Version braucht man noch einen Empfänger für jeden Blitz. Gibt es von Yongnuo auch eine Version, wo man sich diesen Sender sparen kann. Aber da ich schon Blitze anderer Fabrikate hatte, habe ich mich für diese Variante entschieden. Also kommt der Empfänger dann unter den Blitz und kann dann frei im Raum positioniert werden, so wie hier in der Softbox, und dann blitzt er. Was man da alles einstellen kann, zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Ja, jetzt einmal zu den Funktionen des Auslösers. Hier schalte ich ihn ein. Kann jetzt mit meiner Gruppentaste hier den jeweiligen Kanal anwählen und mit der Mute-Taste die Funktion. So ist der Kanal aus. Hier ist die TTL-Steuerung, die ich auch noch in dem Plus- oder Minus-Bereich nachregeln kann. Das nächste ist dann der manuelle Modus. Den kann ich von der vollen Leistung bis runter auf eine 128. Sekunde wählen. Wem die Einstellungen dazu grob sind, der kann ja auch noch die Drittelstufen hoch und runter regeln. Das wäre dann der Super-Sync-Modus und dann ist der Kanal wieder aus. Mit der Zoom-Taste kann ich den Zoom von 24 bis 105 mm verstellen des Blitzes. Und nochmal drücken, komme ich auf den nächsten Kanal. Hier sind noch die Funktionen zweiter Verschlussvorhang und Highspeed-Blitzen für die Blitze, die es können. Hier kann ich einen Testblitz auslösen. Und wenn ich mich total verhaspelt habe, drücke ich diese beiden Tasten zusammen und der Auslöser ist wieder auf die Grundeinstellung zurückgesetzt. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie das dann mit den Blitzen funktioniert. Hier ist der 565 EX2 von Yongnuo, der 580 EX2 von Canon und der 568er EX2 auch von Yongnuo. Alle Blitze stehen auf dem manuellen Modus und haben eine Empfangseinheit unten dran. Als Beispiel stelle ich hier mal den 565er, das ist Gruppe A, den Zoom 105 mm und wieder zurück auf 50. Funktioniert auch bei den anderen. Und die C, alle verstellen sich. Dann kann ich natürlich die Gruppen wählen. Jetzt der erste Blitz geht auf die volle Leistung. Der Canon-Blitz auf eine halbe und der andere Yongnuo auch auf die volle Leistung. Und mit der Testtaste kann ich dann gucken, alles funktioniert wunderbar. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Version von Yongnuo. Es ist relativ preisgünstig, es ist ziemlich einfach und funktioniert wirklich, wirklich zuverlässig. War ja auch erst mal ein bisschen skeptisch, ne? Yongnuo China-Produkt, ob man dann nicht doch lieber auf das Canon-Originalprodukt gehen sollte. Aber sie haben mich noch nie im Stich gelassen und kosten natürlich auch nur ein Drittel bis ein Viertel der Original-Canon-Sachen. Blitzmäßig bin ich auch auf Yongnuo umgestiegen, weil also dieser Blitz kostet jetzt um die 100 Euro, wogegen der 580 EX hat ja damals, glaube ich, noch so um die 550 gelegen und er macht genau das gleiche Licht. Und für die Sachen, die ich damit mache, also ihn in einer Softbox auslösen, perfekt. Also ich bin sehr zufrieden,
kann jedem nur dieses System empfehlen, der da mal ein bisschen mit rumexperimentieren möchte. Es ist halt von den Kosten überschaubar, aber es macht sau viel Spaß und bietet einem viele, viele Möglichkeiten. Innenräumen sowieso. Draußen ist es natürlich sehr eingeschränkt. Bei Tageslicht kommt man mit den Blitzen natürlich nicht gegen die Sonne ein. Aber so in den Abendstunden hat man schon durchaus gute Möglichkeiten, da ein cooles Bildergebnis zu finden. Ich zeige euch gleich nochmal kurz mein Muschellicht, also eins von unten, eins von oben. Ist natürlich nicht meins, ich habe es mir auch nur abgeguckt. Und der Blitz steht noch hinter der Person. Ich zeige euch das Ergebnis nochmal. Und mal gucken, demnächst mache ich nochmal ein Outdoor-Shooting und zeige euch die Bilder dann auch nochmal, was man draußen noch so für coole Sachen damit machen kann. Jetzt habe ich euch schon so viel über die Aufsteckblitze und die Steuerungsmöglichkeiten erzählt. Und jetzt machen wir nochmal ein schönes Foto von Elke. Ja. Ne? Also ich habe es so aufgebaut, einmal dieses Muschellicht von oben und von unten und der dritte Blitz steht hinten, der blitzt uns den Hintergrund weg und das Ergebnis zeige ich euch gleich. Zack, dann komm mal her. Genau, stell sie hin, Arme ein bisschen in die Seite, sehr schön. Guckst du, ja, ein schönes Lächeln, perfekt, super. Kinn noch mal ein bisschen runter, klasse und eins noch, zack. Sehr gut, das sieht klasse aus. Ergebnis seht ihr gleich.